Der Concorso di Motociclette gehört seit 2011 zum Programm des weltweit exklusivsten und traditionsreichsten Schönheitswettbewerbs für historische Fahrzeuge. Bei der 7. Auflage wurden 41 Fahrzeuge in 5 Wertungs- und einer Sonderklasse präsentiert. Einmal mehr gerieten bei der Rückschau in die Historie der motorisierten Zweiräder neben populären Klassikern auch zahlreiche exotische, oftmals nur Kennern geläufige Raritäten ins Blickfeld des Publikums. Zu den besonders stimmungsvollen Programmpunkten zählte auch in diesem Jahr der Streetrun, bei dem die historischen Motorräder am Samstag den Weg vom Park der Villa Erba über die Straßen von Cernobbio zum Grand Hotel Villa d'Este antraten, um sich dort der Jury zu präsentieren. Eine Sondershow war den italienischen Motorrädern mit 50 Kubikzentimeter Motoren gewidmet. Mit ihnen sammelten in den 1960er und 1970er Jahren zahlreiche Jugendliche erste und oftmals prägende Erfahrungen beim Drehen am Gasgriff. Darüber hinaus wurden im Rahmen des diesjährigen Concorso di Motociclette erstmals auch Designstudien und Prototypen auf 2 Rädern gezeigt. Höhepunkt des im Rahmen des Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2017 ausgetragenen Schönheitswettbewerbs für historische Motorräder war die Auszeichnung des Best of Show. Die aus erfahrenen Experten der Motorradhistorie bestehende Fachjury entschied sich für die im Jahre 1933 gebaute Puch 250 Indienreise aus dem Besitz des Italieners Peter Reich. Das historische Langstreckenreisemotorrad verdankt seinen Namen einer spektakulären Erkundungsfahrt von Wien nach Bombay. Die Puch 250 Indienreise entstammt der Sammlung Max Reich. Der in Bozen lebende Architekt ist der Sohn des Journalisten, Schriftstellers und Wissenschaftlers Max Reich, der mit der Puch 250 Indienreise eine seiner berühmtesten Langstreckenfahrten absolvierte. Seine Erlebnisse auf der Reise nach Indien hielt Reich in dem Buch Indien – Lockende Ferne fest.